Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Klaus, wie immer. Und wir haben euch was mitgebracht, was richtig Tolles, die Burg Eels. Ich will es aber nicht verschweigen, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Es gibt da durchaus auch, Probleme oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Wir kommen drauf zu sprechen. Aber Marco, erzähl erst mal. Du hast dich schon wieder ein bisschen schlau gemacht zur Burg Eels, ne? Ja, es ist eine der bekanntesten Burgen Deutschlands. Auf dem alten 500-Markschein war sie hinten drauf. Eine der bekanntesten Höhenburgen Deutschlands. Höhenburgen, dabei steht die nur auf 129 Meter über normal Null, weil die in einem Nebenflusstal der Mosel liegt. Okay. In einem Tal und in dem Tal auf einer Felsnase. Aha. Und diese Felsnase wird umspült vom Fluss Eels. Ja. Eels mit einem, mit E-L-Z wird der Fluss geschrieben, die ja mit T-Z. Und auch diese Felsnase, die ist so seltsam geformt und dieser Form der Felsnase hat sich die Burg angepasst. Das sind sogar die Räume, da haben wir sogar die Räume, okay. Nicht alle rechte Winkel. Wenn man sich das von oben anguckt, die Form ist total speziell. Das ist sie, definitiv. Ich bin mal da gewesen. Ich auch. Aber ich war nicht auf der Burg. Das war zu Corona-Zeiten. Ich bin natürlich nur durch unser Set darauf überhaupt aufmerksam geworden, dass ich wusste gar nicht, dass die ist ja gerade mal mit dem Auto hier vom Rhein-Main-Gebiet so anderthalb Stunden, wunderbar. Und wir kamen da an und dann war es am Regnen und so und dann hieß es, oben muss man irgendwie, wer weiß wie lange warten, da wartet man anderthalb Stunden, steht im Regen, bis man rein darf, weil nur eine begrenzte Zahl und so. Wir sind dann direkt auf dem Parkplatz wieder umgedreht, also ich habe sie leider immer noch nicht gesehen, aber jetzt sehen wir sie ja hier als Noppenstein-Modell. Du warst schon mal da? Ich war da, ich war auch drin. Wir waren, über 20 Jahre her, waren wir mal, also meine Freundin und ich, mit dem Auto im Euro Disney bei Paris. Und auf dem Rückweg haben wir uns gesagt, fahren wir die Mosel entlang. Wir haben die Burg Cochem besichtigt, sehr toll. Und wir haben die Burg Eels besichtigt, auch genial. Wunderbar. Und die ist so wie hier, dieses Rot-Weiße, das finde ich ja auch so toll. Ja, das ist tatsächlich. Das ist ja das ist so gestrichen und so, das sieht grob so aus. Muss cool aussehen. Das ist schon beeindruckend. Ich finde, die sieht halt so uneinnehmbar aus und die ist tatsächlich auch nie bei einer kriegerischen Auseinandersetzung erobert worden. Wenn der Bartusch das jetzt hier so aus der Kameraperspektive, da sieht man das so richtig schön, wie die so. Das ist schon beeindruckend. So richtig trutzig. Die ist auch im 12. Jahrhundert, habe ich mir aufgeschrieben, wurde angefangen, die zu bauen. Die ist natürlich immer weiter ausgebaut worden. Wie die Blaustein. Die ist seit, die ist seit 800 Jahren im Familienbesitz und sieht wirklich toll aus. Es gab da mal so einen Zwist mit so einem Erzbischof und Kurfürsten, der hat die Burg 2 Jahre lang belagert. Sie wurde nicht erobert, aber irgendwann mussten die Belagerten aufgeben. Irgendwann hast du ja keine Vorräte mehr und keine Lust mehr, willst mal wieder vor die Tür. Und der Burgherr blieb Burgherr, dann aber nicht mehr als freier Ritter, sondern als Untertan dieses Erzbischofs. Also aber es muss nicht alles. In Form eines Angriffs oder so eingenommen? Nein, tatsächlich nie. Nee. Also Martin, der die Burg entwickelt hat, hat mir erzählt, der weiß nämlich noch mehr über sowas als ich, dass ich kann sein, dass im Zuge dieser Belagerung gewisse Verteidigungsanlagen abgebaut werden mussten, damit sie nicht mehr so trutzig und uneinnehmbar, also irgendwie hier bei den Anlagen. Aber das weiß er besser als ich. Das habe ich jetzt auf Wikipedia auch nicht gefunden. Auf jeden Fall, wenn ich mir das schon so angucke, echt. Das ist ein echter Martin. Das ist eine echt krasse Bautechnik. Absolut. Und da kommen wir auch noch zu. Der Martin hat ja auch das Schloss Neuschwanstein gemacht. Das haben wir dort mit stehen. Um das hier einfach mal so daneben zu halten und so ein bisschen zu vergleichen. Die beiden Modelle, Marco, sind jetzt größentechnisch schon sehr nah beieinander. Ne? Die Länge ist, ich glaube, sogar genau die gleiche. Ne? Richtig. Die Burg Eels ist in der Tiefe ein bisschen mehr, Neuschwanstein ein bisschen höher. Aber Teile haben wir hier, glaube ich, ein bisschen mehr bei der Burg Eels. Da liegen wir bei 6.085, Neuschwanstein irgendwas bei 5.000, glaube ich. 7.400. Das sind noch ein paar mehr. Also sehr viele Einser, sehr viele, die Fenster und so. Gut, hast du hier auch. Hier haben wir noch unser kleines Geheimnis drin. Das gibt's hier nicht. Das hat die Burg nicht. Das wäre, glaube ich, auch technisch nicht mehr machbar gewesen. Das ist genial gemacht. Der Bartusch muss nachher noch mal so ein bisschen drauf und rein filmen. Ja, auch so der Innenhof und so.
Ich, mega cool. Ich liebe auch die Farben, also Dark Tan zusammen mit den Grüntönen, mit diesen drei Grüntönen, so ein bisschen Grau, Dunkelgrau, das sind einfach so genau die, sag ich mal, gedeckten Farben, ein bisschen Tan. Aber auch die Kombination, ne? Hier zu dem Dark Tan, dann das normale Tan und wie gesagt, hier vorne schon, das finde ich ja wirklich absolut genial, in der Kombination mit dem Rot zwischen dem Dark Tan, das finde ich sehr schön. Mhm. Ist auch ist eher eine ungewöhnliche Kombination. Ne? Bei Noppenstein und bei Burgen glaube ich auch. Ne? Ja, naja, die Wartburg hat das teilweise auch. Die ist auch so ein bisschen bemalt an einigen Stellen. Wenn ich mich recht erinnere, das sind so diese roten Fensterläden, weißt du, die dann auch so oft so schräg geviertelt sind und so. Und das hier in dem geringen Maßstab so nachzubilden, das ist schon eine coole Sache. Ja. Du hast Wartburg gesagt. Wartburg, ist der Martin auch dran? Ne? Die haben wir die nicht so? Nee, die hatten die immer als Prototypen stehen. Richtig, genau. Ganz genau. Das ist ja nicht ganz fertig, dauert aber nicht mehr so lange. Also unsere Serie von Architekturdenkmälern, die wird größer und größer. Wir haben ja auch das Reichstagsgebäude. Ich muss Reichstagsgebäude sagen. Reichstag ist falsch. Reichstagsgebäude. Ist ja da. Wir haben die Dresdner Frauenkirche, wir haben den Dom aus Köln, haben wir noch irgendwas? Schloss Nymphenburg, Schloss Neuhaus haben wir noch. Neuhaus, genau, der Rekordhalter, was Prinz anbelangt. Ja, wobei der Reichstag ja doch dann dichter dahinter liegt, als ich dachte, weil da oben ja auch einiges drauf. Ja, ja, aber nicht so viel wie bei Neuhaus. Also, das ist schon extrem. Der Berliner Dom ist in Arbeit. Mhm. Und wir fangen, das kann ich, glaube ich, hier schon mal so ein bisschen andeuten, mit dem Holstentor aus Lübeck beginnen wir jetzt demnächst. Also das wird noch dauern, bis das Wenn da ich ist. Das jetzt gesagt hätte, hätte er mit mir geschimpft. Da hätte ich Bartosz gesagt, Bartosz, das muss rausschneiden. Der Marco hat mir was erzählt, was er nicht erzählen darf. Nein, aber wenn er das schon sagt. Diese Serie von Architekturmodellen, ich denke, das ist eine sehr schöne Sache. Die Noppensteine eignen sich gut dafür. Im Normalfall, und da kommen wir auch so ein bisschen gleich auf das Problem hier. Mhm. Bei dem Set zu. Aber lasst uns mal einen Blick in die Anleitung werfen. So sieht die Anleitung aus. Ja, das ist ein Riesenwälzer. Der Karton ist auch ein Riesenwälzer. 296 Seiten. Das ist aufgebaut, wie ihr das auch sonst kennt. Entwickelt, wie gesagt, von Martin. Produziert hat es dann Tsingbao. Ja. So sieht das aus, die Anleitung ganz üblich, ist auch okay. Es sind 9 Bauschritte insgesamt und das bei den 6000 Zeilen. Da kann man schon ganz gut mit arbeiten, das ist in Ordnung, das passt. Und ist auch meine Lieblingsart von Bauanleitung. Die Sachen, die bereits gebaut sind immer noch farbig, aber so ein bisschen verblasst. Ja, ja. Das ist optimal. So wie ihr es hier seht. Das ist optimal, da hat man nämlich die beste Orientierung. Genau. Und das ist absolut richtig. Schalt mal kurz den Karton. Der ist schick zum Aufklappen. Hier ist so eine Banderole drum, wie auch bei der Galeone. Innen drin sind 3 Innenkartons, genau, A, B, C. Und darin sind natürlich jede Menge Teiletüten, unterteilt in Bauschritte. Eine würdige Verpackung für ein wunderschönes Set. Was wir allerdings haben, fragt mich nicht, warum das nun so sein muss. Du hast zwar Karton A, B, C. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht nur den A nehmen und anfangen zu bauen, sondern du musst dir die Bauschritte aus den verschiedenen Kartons. Es hat produktionstechnische Gründe wohl. Also ist jetzt nicht wirklich. Ist dann die Anleitung in C und die braucht man halt schon gleich und so. Ja, also man muss einmal alles ausbreiten, sortieren. Richtig. Und dann hat man aber nur die Einsatztüten, mit denen man loslegt. Es hat tatsächlich mehr produktionstechnische Gründe. Auch das Packen. Die können das nicht in so große Kartons packen, sondern nur in kleinen. Und dann werden halt hinterher diese 3 Kartons. Und damit ihr nicht 2 gleiche habt und einer fehlt, wird halt ABC draufgedrückt. Das hat jetzt nichts mit der Reihenfolge zu tun, wie du die Tütchen, die da drinnen sind, brauchst. So, bevor wir auf die Probleme oder das Problem eingehen, noch 2 Punkte zur Anleitung. Zum einen, es gibt hier so eine kleine Korrektur an der Anleitung nochmal. Der Zettel liegt dabei, ist nichts Großes. Und dann gibt es nochmal eine Sache auf der Seite 239, 240.
Da wird hier eine 1x6-Plate im Schritt 112 eingebaut, ja, die aber schon 3-4 Bauschritte vorher mit angezeigt wird. Ja, also man sieht, ja, ruhig da man sieht sie hier, einbauen, hier und hier. Hier ist sie weg und da ist sie wieder da. Hier wird sie dann offiziell, diese 1x6-Fliese, eingebaut. Ist jetzt kein großes Ding, also nur zur Info halt an der Stelle. Das Problem aber ist, jetzt muss ich gucken, auf welcher Seite es war. War das die 65, 68, da ist es drauf, denn das Set ist, ich glaube, so ziemlich das erste, was wir in die Kategorie schwer einsortiert haben. Ne? Wir hatten mal ein Set in Spaß befreit, das war aber diese 8000 Diamond Blocks Tianmen Oshi, da haben wir einfach gesagt, das ist halt, man baut so viele Reihen übereinander, irgendwann hört der Spaß auf. Das hat jetzt nicht so viel mit der Komplexität zu tun. Genau. Das ist dieser Bauschritt hier in 8, die 194. Das ist der Schritt, der ist nicht nur schwer, der ist spaßbefreit. Das muss man ehrlicherweise wirklich so sagen. Weil ihr baut praktisch den ganzen Bauschritt 8 hindurch diesen Aufbau der Burg. Hier der Berg und so, das ist alles, das ist easy, das macht Spaß, das ist sehr abwechslungsreich, das ist sehr stabil und alles, da kannst du auch nicht viel falsch machen und. Und das hier oben, das ist wahnsinnig verwinkelt. Ihr seht das auch hier so ein bisschen von außen. Da ist kein rechter Winkel drin, da sind mehrere Winkel drin, die da eigentlich mit Noppenstein so nicht bauen kannst und vielleicht auch nicht unbedingt so bauen solltest. Ja, aber sag das mal dem Martin. Naja, er hat halt die Burg so originalgetreu, wie es geht, nachgebaut. Und ja, jeder dieser Höfe hat keine rechten Winkel. Das ist alles. Das ist so verwinkelt. Das macht es auch schön, muss man auch sagen. Ne? Und es bringt ja nichts, aus der Burg Els einen rechteckigen Klotz zu machen. Absolut, richtig. Das ist aber einfach nicht. Dieses ganze Teil, dieses Riesenstück Burggebäude, was ihr dann habt, das in dem eben erwähnten Schritt dann auf das, was du unten drunter gebaut hast, aufzusetzen. Mit Pins habe ich gesehen. Das ist richtig schwierig. Das ist richtig schwierig, weil die Sachen haben ein klein bisschen Spiel und so weiter. Und dann passt da nicht was ganz exakt. Und dann, es geht am Ende. Ja, um das ganz klar zu sagen, es geht am Ende. Nur bis ihr da seid, das kostet schon ein bisschen Nerven. Dann hat er natürlich auch verschiedene Sachen, wo dann größere Bauteile nur mit ein oder zwei Noppen befestigt sind und du versuchst, das da reinzuprokeln und dann fasst du einmal an der falschen Stelle ab und dann liegt da wieder was daneben, weil du falsch angefasst hast und so. Und also da muss man ganz klar sagen, dieser Schritt ist spaßbefreit. Spaßbefreit. Das ist auch der Grund, warum wir dann beim Gesamtset gesagt haben, das ist das erste Set, wo wir wirklich sagen, schwer. Ja, und wir haben auch auf der Webseite eine Bemerkung dazu geschrieben, dass es ein Set für fortgeschrittene Baumeister ist. Ist es auch. Ja, also als Erstlingswerk tut es bitte nicht. Das ist frustrierend. Ja, das ist vielleicht sogar für den einen oder anderen Profibauer. Na gut, zwischen Herausforderung und Frust dieser Schritt. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, ja, dann kriegen wir teilweise Reklamationen, wo dann jemand sagt, dass das funktioniert nicht. Aber so ein, doch, es funktioniert. Aber es ist wirklich schwierig. Ne? Es gibt ja auch andere ältere Hersteller, die dann zum Beispiel bunte Teile in Sets einbauen. Und das machen die, glaube ich, nicht, weil die irgendwo in der Ecke rumliegen und weg müssen, sondern damit es eben sehr einfach zum Bauen ist. Das ist nicht unser Anspruch. Aber ich frage mich schon, und das frage ich euch, wir haben hier einen Punkt erreicht, das ist schon ziemlich heftig. Wie siehst du das, Marco? Wo ist eine Grenze, wo man sagen muss, boah, das macht es jetzt zwar doch noch mal schöner, aber auch so viel schwieriger. Wo ist da für dich eine Grenze, Marco? Also, wenn ich es nicht mehr aufgebaut bekomme, ist für mich persönlich eine Grenze erreicht, das ist klar. Jetzt bin ich, was das Bauen angeht, schon einer der erfahreneren Baumeister, sicherlich.
Bei einem Set wie Burg Eltz sage ich, entweder wir schaffen es, sie so darzustellen, wie sie aussieht mit ihren Winkeln, so dass es baubar ist, aber dann kann es auch schwierig sein. Oder wir lassen das Set sein. Ich glaube, das kann man nicht mit großen Formteilen und so bauen und trotzdem diese Winkel haben. Das hat dann eine ganz andere Form und dann ist es für mich nicht mehr Burg Eltz. Das Tolle an Burg Eltz ist für mich, dass ich da immer einen neuen Winkel entdecke und dass ich mich, ich gucke mir das jetzt an und frage mich, wie ist das konstruiert? Ich habe Lust drauf, mir jetzt die Bauanleitung anzugucken, weil ich verstehe es nicht. Es sieht geil aus, aber ich verstehe es nicht. Du musst dir das auch noch mal bauen. Ja, wenn du mal irgendwann so sagst, ich brauche ein bisschen Frust. Dann Ich meine auch bei unserem dieses Raumschiff, dieses Weiße, da hast du auch damals neben Matthias gesessen und ihr habt bald in die Kamera gesagt, das ist schwierig. Mit diesen ganzen weißen, diesen Bars und so, aber auch da, es geht nicht anders. Entweder macht man es so oder man lässt es. Dann, ne? Und da sind wir hier bei einem ganz anderen Thema, aber finde ich an genau dem gleichen Punkt. Entweder man macht es richtig oder man lässt es an der Stelle einfach sein, weil es dann halt nicht gut aussieht. Wobei es kann ja auch eine Lösung sein, dass wir es machen und es dann der ein oder andere Noppensteinbauer tatsächlich lässt, weil es sehr schwierig ist. Ne? Ja, wichtig ist natürlich, dass wir darauf hinweisen, dass es schwierig ist. Das machen wir hier. Das tun wir hier, das tun wir auch auf der Website. Denn das Letzte, was wir wollen, ist natürlich, wir wollen die Leute nicht frusten. Ja. Wir wollen euch nicht frusten. Wir wollen auch nicht Erwartungen wecken, die sich dann am Ende nicht erfüllen lassen. Die Erwartung, dass es geil aussieht, ja, die wecken wir gerne, weil die erfüllt das Set allemal. Ja. Und darum hier wirklich der ganz, ganz wichtige Hinweis, seid euch bitte bewusst, das ist mehr als eine Herausforderung, das ist schwierig und das ist in einem Bauabschnitt tatsächlich auch spaßbefreit. Seid euch dessen bewusst. Wobei man muss natürlich auch sagen, wenn man es dann fertig hat, dann ist der Spaß natürlich umso größer. Es gibt auch Baumeister, die lieben die Herausforderung. Ich weiß, wir haben mal ein blaues, großes, ferngesteuertes Automodell von Kada, glaube ich, oder war es das rote, ich weiß nicht mehr, gezeigt. Und wir haben gesagt, Leute, das ist die Meisterprüfung eines Technikbaumeisters. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Da war auch Gangschaltung und alles Mögliche drin. Das hinzukriegen und es hinterher fertig zu haben und es funktioniert, das ist so, dann ist man so in die höchste Liga der Technikbaumeister aufgestiegen. Und da kamen einige Kommentare drunter, wo Leute geschrieben haben, ja, stimmt, es war sauschwer, aber ich bin stolz, dass ich es geschafft habe und jetzt freue ich mich an dem Modell noch mehr, weil es eben so ein bockschweres, aber auch geiles Set war. Wir verleihen denn hier das Zertifikat Burgbaumeister, ne? Burgbaumeister, genau. Schreibt uns das doch bitte wirklich mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wo ist da für euch eine Grenze erreicht? Ist es vielleicht okay für euch, wenn wir solche Sets, die wirklich schwierig sind, machen und das dann klar kommunizieren auch, dass wir sagen, hey, das ist schwierig und das ist auch sehr schwierig. Oder sagt ihr, nee, komm, dann bitte wirklich ein bisschen simpler und dass es auch einfacher baubar ist, weil ich möchte es vielleicht auch gerne bauen, habe aber keine Lust da in meiner Freizeit auch solche Herausforderungen noch anzunehmen. Das ist uns schon mal wichtig, das zu erfahren, weil wir wollen natürlich nicht an dem vorbei entwickeln, was ihr haben möchtet. Richtig. Aber es sieht geil aus, ne? Ja, es ist klasse. Und hier rede ich auch nicht über die tollen Teile, hier rede ich nur über das tolle Modell. Ja, ja, nicht, dass du hier jetzt wieder ankommst von wegen, das ist ein Teil. Was könnte man damit alles bauen? Nein, nein, also das ist schon krass, ja. Schick. Auch wieder ein paar Teile dabei, wo ich mir denke, okay, habe ich die in den Farben schon mal gesehen? Sehr viel in Dark Tan, sehr schön. Und auch, ja, man hätte, ja, ich meine, dieser kleine Knick hier, wie diese Mauer geformt ist und so. Überall. Und du hast ja nicht nur jetzt in der Draufsicht die verschiedenen Winkel, sondern du hast ja auch hier dieser ganze Weg, der nach oben geht. Ja, die Höhen. Ja, ja. Die Höhenunterschiede. Teilweise mit Wedges, Wedge-Bricks zur Seite gebaut und so. Genial gemacht. Genial gemacht. Da würde ich doch fast sagen, Marco, du fasst mal zusammen, was wir hier mit der Burg Eltz haben. Jawohl. Unsere Burg Eltz ist ein Blue Bricks
Pro Set mit der Setnummer 103827. 6085 Teile für 239,95 €. Abmessen müssen wir es jetzt noch. Gibst du mir gerade mal den? Eieiei. So. Da haben wir in der Länge 51 cm, in der Tiefe sind es 32 und in der Höhe liegen wir so, was sagst du, Marco, hier 22, 23 dürfte das sein. Ne? 178 sage ich, aber es liegt daran, dass es bei mir andersrum steht. Ja, 23 cm kommt hin. 178. Da hinten entsteht gerade was. Oh. Darf ich darüber schon sprechen? Ja, darfst du. Da hinten entsteht gerade was, das ist ungefähr 178 cm hoch. Burj Khalifa im Maßstab 1:500. Im gleichen Maßstab wie der Messeturm und andere. Das Commerzbank, der Commerzbank ja. Tower, der ist unterwegs. Ne? Ja. Dann steht da auch schon als Prototyp der Sears Tower. Die hat auch so dieses ja. hier, so knapper Meter oder genau. sowas. Sears, beziehungsweise heute heißt er, glaube ich, Willis Tower, genau. Und genau, Burj Al Khalifa irgendwo eins. Das ist halt, ja, das ist halt im Original 800, über 800 Meter groß. Und da haben wir einen, also. Die sind da halt alle im Maßstab 1:500. Das, naja, da sieht man mal, dass der Frankfurter Messeturm, auf den wir alle so stolz sind, ja, ja. jetzt irgendwie dann doch nicht so riesig groß. Also ich meine, cool. Niklas hat die Grundplatte hier und da ist einiges drauf und er hat so andere Teile des Turms, aber er kann den Turm auf dem Tisch nicht komplett zusammensetzen. Dafür ist die Deckenhöhe bei uns nicht hoch genug. Ja, dann müsste sie am Schreibtisch stellen zum Bauen. Ja, die Decke, irgendwann ist halt einfach Ende mit der Decke. Das Problem wird sein, wir werden den hier im Noppenstein-Studio auch in der Höhe kaum zeigen können, sondern müssen ihn dann legen. Ja, also wir zeigen ihn dann irgendwie hier, ohne das obere Ende. Und dann zeigen wir ihn da in der Ecke nochmal auf dem Boden stehend und stehen daneben und zeigen, wie groß. Anders geht's nicht. So machen wir's. So machen wir's. Wir sind gespannt auf eure Kommentare hier zur Burg Eltz. Wie seht ihr das? Wo muss man eventuell mal einen Cut machen, was dann die Komplexität von so einem wunderschönen Set ausmacht? Das interessiert uns sehr. Und dann würde ich sagen, für heute ist es das mal wieder gewesen. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin, euer Klaus. Und euer Marco. Macht's gut. Tschüss. Ciao.